Hallo alle zusammen. Wir machen ja jetzt einen Schokokuchen. Der Ofen heizt schon mal vor auf 190 Grad Ober- und Unterhitze. Und jetzt habe ich schon mal Eier in die Schüssel gegeben. Dazu geben wir jetzt Zucker. Die Mengen stehen in der Infobox. Ich habe mich übrigens für meine Form 18 x 18 cm entschieden. Und dazu geben wir jetzt noch geschmolzene Butter. Ihr müsst sie nicht unbedingt schmelzen, ihr könnt sie auch per Zimmertemperatur nehmen. Aber ich habe sie jetzt einfach geschmolzen. Wenn man sie schmilzt, muss man natürlich nur aufpassen, dass sie nicht heiß zu den Eiern kommt, denn sonst gerinnen uns die Eier und das wollen wir ja nicht. Genau. Und das tun wir jetzt erstmal schön aufschlagen. So, ich habe das jetzt mal so 3 Minuten aufgeschlagen. Jetzt kommt dazu Backpulver. Dann Kakaopulver, also Backkakao, nicht der gesüßte. Dann brauchen wir noch Stärke. Und Mehl. Und das verrühren wir jetzt wieder. Ach, was ich glaube ich auch eben nicht erwähnt hatte, ich hatte ja Eier, aber ich schreibe in die Infobox rein, weil ich habe jetzt L-Eier gehabt, da habe ich 3 genommen. Wenn ich aber jetzt M-Eier gehabt hätte oder S-Eier, hätte ich 4 genommen. Also das schreibe ich dann auch so in die Infobox rein. Ja, und jetzt gehen wir, wie gesagt, den Teig in die Form und dann geht der ab in den Ofen. Und da sind wir wieder. Und zwar so sieht das Ganze nach 25 Minuten im Ofen aus. Und zwar bei mir ist jetzt die Tränke und auch die nächste Schicht, die wir oben drauf machen, da ist eigentlich ein bisschen Rum mit drin. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich Rum-Aroma reinmache, aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Werde es aber trotzdem in die Infobox mit reinschreiben und dann könnt ihr es auch so machen, wie ihr wollt. Weglassen oder halt nicht. Und jetzt werden wir hier erstmal ein paar Löcher reinpieksen. Und dann habe ich hier eine Orange ausgepresst. Die war sehr groß, also da gebe ich natürlich jetzt nicht alles drüber. Nur ich habe sie jetzt mal komplett ausgepresst. So, und dann geben wir einfach etwas hier drüber als Tränke. So, und was ich dann noch sagen kann ist, das muss jetzt einen Moment abkühlen, weil wir wollen ja, wenn wir die obere Schicht drauf geben, dass das nicht gleich wegschmilzt. Aber ich werde es dann so weit vorbereiten, dass ich dann, wenn wir weitermachen können, einfach schon mal 200 Gramm Schokolade geschmolzen habe. Und dann ist es eigentlich auch ganz schnell fertig zu machen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, und zwar, ich habe jetzt die Schokolade über dem Wasserbad geschmolzen. Weil meine Butter jetzt noch eiskalt war, habe ich die jetzt einfach mit zur Schokolade gegeben und mit schmelzen lassen. Wenn ihr sie aber auf Zimmertemperatur habt, dann tut nur die Schokolade schmelzen. Gebt dann, wie ich jetzt, die Sahne dazu und die Butter dann erst im Anschluss. So ist es eigentlich im Rezept, aber wie gesagt, meine Butter war jetzt halt noch so kalt,
So, und dann schlagen wir das auf. Und los geht's. So, jetzt habe ich den Kuchen hier, beziehungsweise den Boden. Und jetzt geben wir einfach, ich habe es jetzt so weit aufgeschlagen, dass es einfach wie so eine Mousse au Chocolat so ein bisschen aussieht. Und das geben wir jetzt einfach hier oben drauf und dann wird das verteilt. So. Schön verteilt. Und wer möchte, kann dann, so wie ich, der auch noch nicht genug von Schokolade hat, noch Schokoraspeln drüber geben. Übrigens, die Creme, der Hammer. Hab's eben probiert. Moment, ich mach das doch anders. Besser verteilen. Ja, und dann stelle ich das jetzt in meinem Falle dann wieder auf den Balkon, weil da ist es ja kalt genug. Kann das noch etwas fest werden. Und so sieht jetzt unser Schokokuchen aus. Ich würde sagen, wir probieren gleich mal. Es ist super lecker, aber ich werde den Boden werde ich halbieren. Also die Zutaten, da werde ich nur die Hälfte in die Infobox schreiben, dass das so besser ausgeglichen ist, die obere Schicht und die untere Schicht. Also geschmacklich alles tippitoppi, aber das werde ich machen, dass ich, wie gesagt, den Boden einfach halbiere. Nichts weiter verändern, dazugeben oder weglassen, nur halbier. Und ja, so schmeckt es mega, mega lecker. Ihr könnt auch ordentlich trinken, dass es schön saftig wird. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!